So, willkommen zurück. Ja, ich habe mir endlich mein M48er Patton freigespielt. Aber das Problem ist, bei dem M48er Patton muss man noch die große Kanone freispielen, genauso wie beim E100. Deswegen ist das Ding halt noch nicht perfekt. Circa 45.000 XP braucht man für die große Gun. So, ich habe hier drin Lüftung, entspiegelte Optik und Splitterschutzbeschichtung, falls ich irgendwas rammen will. Wir haben schon zwei Tote da drüben. Und da geht auch schon was auf. Der gegnerische T-34er. Übrigens, wer keine Ahnung hat, bitte mal aufhören, Quatsch zu labern. Das hier ist kein Aimbot, sondern ein Replay mit der freien Kamera. Wer nicht glaubt, dass das ein Replay ist, guck mal, ich kann schnell vorwärts machen. Sowas kann man ja nicht, wenn man live aufnimmt, ne? Richtig? Es ist so geil, ey. Schreiben mir so welche. Das ist ein Aimbot, guck mal hier, dein Zielkreis und deine Kanone sind nicht auf einem Punkt. Sag ich, das ist ein Replay. Sagen die, nee, du lügst, das ist kein Replay. Denk ich mir, hä? Guck mal hier, achtfach vorwärts. Guck mal, wie schnell ich fahre. Als ob man live sein Spiel vorwärts spulen kann. Alter, manchmal sind so geistige Tiefflieger hier unterwegs als Zuschauer, ja, das ist unnormal. Natürlich nicht an alle gerichtet, aber an die paar richtigen Toastbrot-IQ. Tiefflieger, ey. Ist mal ernsthaft. Ich mach bei jedem Video irgendwie vierfach oder achtfach Geschwindigkeit nach vorne vorspulen. Und dann schreiben die mir, nee, das ist kein Replay, du lügst. Aber das sind dann eh so diese, die einfach nur Scheiße labern wollen, weißt du? Die darf man auch nicht ernst nehmen. So wie ich. Oh, Leo 1, läuft bei dir. Wow, Alter. Wie viel Dram-Damage habe ich denn gemacht? Leo 1 ist raus. Ah, mein Patton braucht eine Flagge, Bemalung. Da ist Objekt 261. Da ist sie an. Irgendwie mein automatisches Auto-Aim löst sich manchmal. Habt ihr das auch? Liegt das mit meiner Maus zusammen oder was ist oder ist das so generell ein Problem? Also ich mache Auto-Aim, linke Maustaste, rechte Maustaste. Der nimmt das dann an als Ziel und dann auf einmal zack ist das wieder gelöst und ich schieße irgendwie teilweise daneben oder so. So, wir sehen uns bei den Stats. So, Gefechtsergebnisse. 5 Kills, 3550 Schaden, 1100 noch assisted, zwei Gegner entdeckt. Aber wie gesagt, die Stockgun ist noch drauf. Deswegen müsste auf jeden Fall mit der großen Gun natürlich noch besser werden. So, ich habe jetzt an Modulen drin Lüftung, entspiegelte Optik und Splitterschutz. Ja, wer Experte ist, kann ja schreiben, ob die Module okay sind. Also, ich habe das Ding halt auf Sichtweite gebaut. Was habe ich denn für eine Crew drauf? Die habe ich übernommen. Waffenbrüder, Reparatur, Speer, Tarnung, sechster Sinn. Ruhige Hand, Waffenbrüder, Reparatur, Büchsenmacher, Scharfschütze. Rambock, Waffenbrüder, Reparatur, fahren wir auf Schienen, Tarnung. War hier auch schon Waffenbrüder, da auch schon. Ja. Und beim letzten Reparatur, Waffenbrüder, Adrenalinrausch, Brandbekämpfung, Tarnung. Okay, warte mal.
Sechster Sinn, Waffenbrüder, Reparatur, Speer. Weitsicht habe ich noch nicht drauf, oder was? Ja, da muss auf jeden Fall noch Weitsicht drauf, bevor Tarnung drauf kommt. Ja, ich würde sagen, was das hier? Speer, Tarnung. Ja, ich glaube, ich muss hier mal umskillen, auf Weitsicht auch. Personalakte. Lampe, Waffenbrüder, Reparatur. Weitsicht und Speer zurücksetzen. So, also sechster Sinn, Waffenbrüder, Weitsicht. Ah, Weitsicht als erstes, oder? Ach du Scheiße, hier kann man noch gar keine Weitsicht. Oh, super geil, ey. Das kann ein anderer erst. Tausendsasser, Adlerauge. Mentor. Oh, super, ey. Hier kann man gar kein Weitsicht skillen, ey. Was ist das? Meine Fresse, habe ich 200 Gold umsonst rausgeschmissen, oder was? Mann, das sind diese Tricks von Wargaming, Alter. Ich dachte, hier gibt es auch Weitsicht, aber Tarnung, ich weiß nicht, ey, 1000 Sasser, nehmen wir lieber 1000 Sasser. Meine Fresse, wo kann ich denn hier Weitsicht, Mann? Lol. Ich brauche noch Weitsicht wegen Sichtweite. Naja, egal. 200 Gold umsonst rausgeschmissen. Scheiß drauf. Ja, würde mich freuen, wenn ihr hier abonniert. Auch mein Kraftsportkanal. Ich habe zwei Kanäle, Links in der Beschreibung. Und bewirbt euch, wenn ihr zu uns wollt. So, ich bin mal gespannt, wie das Ding mit der großen Kanone wird. Dann werde ich das auch noch anmalen und alles. Ja, wie gesagt, Links in der Beschreibung. Schön anklicken. Bis dann.